Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Du hast es geschafft, ich bin sehr beeindruckt. Genieße deine Belohnung, Mr. Q. Oh, 10.000 Gold hat er beigelegt. Meine Güte, das ist aber ganz schön viel. Wow. Jetzt haben wir ja nur noch die Aufgabe mit den 10 Rüben, aber die wachsen ja auch noch. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch hinbekommen. Und da ist ein weiterer Iridium-Bahn fertig. Wunderbar. Das heißt, einmal Gold, eine Batterie und dann ist das Feld für den Frühling auf jeden Fall bestellt. Dann brauche ich natürlich wieder, Batterien. So, das sollte auf jeden Fall hinhauen. So, die Felder sind bestellt. Dann schauen wir mal noch, was wir für dieses Kristallarium, oder brauche ich zwei Iridiumbahnen? Ah, okay. Das wird natürlich noch mal ein bisschen schwer, die zu bekommen. Aber ist in Ordnung. So, mein Dinosaurier braucht immer noch eine Weile. So, dann nehme ich die Wolle mit. Die Eier nehme ich mit. Meine Hühner knuddelig alle. So, dann machen wir natürlich den Abstecher hier nach oben in die Mine rein. So, sehr gut. Dann schauen wir, ob wir im Gewächshaus was ernten können. Ja, Starfrucht, wunderbar. Melonen noch nicht. Das auch alles noch nicht. Das braucht alles noch 8 Tage. Okay. Sind das hier Blaubeeren, Sternenfrucht, edle, süße Süßbeere da? Warte mal. Ich habe gar nichts mehr hier an. Mache ich mir Starfrucht oder hebe ich sie mir auf? Muss ich mal sehen. Könnte mir aber bei Pia auf jeden Fall Bäume kaufen. Apfel und Granatapfel habe ich. Okay, dann kaufe ich mir die anderen Bäume auch noch. Apfel und Granatapfel habe ich. Apfel und Granatapfel. Okay. Apfel und Granatapfel. Dum-dum-dum-dum-dum. Und Wolle haben wir bekommen. So, dann kommt die Schere wieder zurück. Dann habe ich hier das Ei. Wunderbar. Ja, mit den Dings muss ich aufpassen. Meine Mühle müsste eigentlich auch fertig sein. So. Das dahin. Dann haben wir hier einmal Ziegenmilch und zweimal die andere Milch. Wunderbar. Dann werde ich auf jeden Fall die 3 Starfrucht werde ich aufheben. Eine. Da werde ich Samen draus machen. Die Rolle kommt hier oben hin. Da muss ich mal schauen, was ich für so ein weiteres Ding. Kiefern, Holz und. Okay, da kann ich mir auf jeden Fall nochmal was machen. Kiefern, mache ich mir eine oder mache ich mir zwei? Ich mache mir erstmal nur noch eine. Kiefern, Fasern und Holz, glaube ich, ne? Ja. So, dann kann das und das wieder zurück. Das verkaufe ich, das verkaufe ich, das verkaufe ich. Die Wolle verkaufe ich nicht. Das Ei verkaufe ich natürlich auch nicht. Aber vom Geld her sieht es gerade richtig gut aus. Also es fehlt nicht mehr viel, dann können wir auf jeden Fall unser Haus upgraden. So. Es kommt da rein. Wie viel habe ich bekommen? 3 Samen. Ein Ei kommt hier rein. Ah, ich müsste mir eigentlich welches kaufen von dem Geld. Starfrucht. Ne, Sternenfruchtsaat. Nicht Starfrucht. Wie komme ich denn hier auf Starfrucht? So, das wächst aber noch. Das braucht nur noch einen Tag. Das 9. Blaubeeren. Brauche ich auf jeden Fall, warte mal, das sind die Kürbisse, da mache ich auf jeden Fall Blaubeeren hin. Hier kommen dann auch nochmal Blaubeeren, hier sind Preisebeeren und Blaubeeren.
Das sind die Rüben, die brauchen noch 2 Tage. Und das sind die Sternenfrüchte, die brauchen auch noch ein bisschen. Na gut. Melonen nur noch einen Tag, dann sind die fertig. Oh, heute gar keinen. Heute gar keinen. Heute gar keine Pilze. So, meine Miets habe ich ja, glaube ich, geknuddelt, oder? Das macht unsere Mühle. Oh, die ist fertig. Sehr schön. Da kann man bestimmt auch irgendwas reinschmeißen, ne? Passt eigentlich ganz gut hier oben hin. Der reisende Händler ist im Dorf und heute habe ich das Glück auf meiner Seite. Das heißt, es müsste ja eigentlich doch. Ich müsste ja eigentlich doch nochmal in die Mine gehen heute. Und einmal Kaffee habe ich bekommen. Müsste ich eigentlich schneller sein. Es hält aber nur 4 Minuten an. Es hält aber nur 4 Minuten an, naja gut. Kaufe ich mir vielleicht sogar noch was? So, wir gucken mal bei dir hin. Nein, Kristallfrucht will ich nicht essen. Knoblauch, Kristallboden, verwitterter Boden, Kugelfisch, Standard, uralter Samen. Kostet nur 500. Das sind 5 Stück. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Eine Sardelle, Winterbeistelltisch brauche ich nicht. Uralter Samen. Könnten die immer noch wachsen? Oh mein Gott, und die muss ich auf jeden Fall ins Gewächshaus. Die muss ich unbedingt ins Gewächshaus bringen. So, dann schauen wir bei Marni vorbei. Tier kaufen. Tja, die Frage ist jetzt, was ein Hasen habe ich ja schon. Aber ich möchte eigentlich. Oh, eine Ente. Eine Ente habe ich nämlich noch gar nicht. Ja, komm, eine Ente kaufen wir noch. Die kann da rein. Und die heißt. Bocca? Nee. Fjorda, Curly, Cello, Tacke. Rena. Rena ist ein schöner Name. Sehr schön. Ich sende dir die kleine Rena sofort zu. Wow, wir haben eine Ente. Eine Ente hatte ich nämlich auch noch nicht. Wunderbar, dann muss ich den uralten Samen auspflanzen. Ich glaube, der bringt auch richtig viel Geld. Ich weiß aber auch nicht, wie lange die. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um zu wachsen. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich muss mal schauen. Ah, da fehlt mir Dinger. 1, 2, 3. Wie sind das? 5 Stück. Könnte ich eigentlich auch hier mit hinpacken. So. Manche mal. So. Da mache ich mir auf jeden Fall dann weitere Samen raus. So, dann werden wir. Oh, ich muss hier durch. Ich glaube, in der Mühle kann ich auch Zucker und sowas herstellen. Das ist mein absoluter Glückstag. Dann gehe ich doch glatt mal noch die Geoden aufbrechen. Wer weiß, was uns da noch erwartet. So. Da oben haben wir auch noch mal Würmer. Okay. Absoluter Glückstag. Dum, 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 dum. Dann bricht die mal auf. Okay, Kohle. Erdkristall. Und so ein Ding. Das kennt aber Gunther schon, ja. Das kennt Gunther schon alles. Gut. Bushaltestelle. Und dann gehen wir nochmal in die Kalikowüste. Ich hoffe, ich überlebe die Höhle wieder. Weil ich würde mir, wie gesagt, halt noch ein bisschen was an Sternenfrucht kaufen oder so.
Naja, mal schauen. Und wir brauchen noch definitiv Iridium. Ich könnte mir natürlich gleich mal... Oh, eine geheime Notiz wieder gefunden. Wenn du dieses lesen kannst, komm zum Gemünschtwald. Bitte bring Ahornsirup mit. Geheimen Wald. Ahornsirup, okay. Ahornsirup, alles klar. So, Kaktus. Sternfrucht. Dann werde ich mal das wegschmeißen. Die eine Kohle brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch alles nicht. Ich will halt lieber nochmal in die Mine gehen und hoffen, dass ich vielleicht noch ein bisschen Iridium bekomme. Kaktus kann man, glaube ich, auch essen. So, dadurch, dass ich ja hier den Dings habe. Ich brauche auch noch so eine prismatische Scherbe. Würziger Aal. Das bringt, glaube ich, auch ziemlich viel. Ich hätte mir Bomben mitnehmen sollen. Ich hätte mir Bomben mitnehmen sollen. Meine Güte. Sind echt nervig, die Viecher. So, ja, da habe ich hier. Mann. So. Eine Bombe habe ich ja, ja. Okay, und die Leiter nach unten habe ich auch gefunden. Stufe 28 bin ich. Okay. Das nehme ich alles mit. Lass mich. Ganz schnell weg hier. Eieiei. Oh, da ist ein Loch, da kann ich auf jeden Fall hineinspringen. Bin ich 11 Ebenen nach unten gefallen. Okay, hier ist Iridium.
War das jetzt weg? Ich bin voll, ne? Mit 2 Iridium habe ich. Ah, hier sind viele Fledermäuse. Das ist ein Diamant, den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Okay, ein Topaz, weiß ich nicht, ob ich den schon habe. Ne, Inventar ist auch voll. Schmeiße ich den Lehm raus. Doch ist Iridium sehr gut. Ah, eine geheime Notiz. Ganz schnell essen. Ah, eine Bombe. Was schmeiße ich denn da raus? Boah. So. Komm schon, weg mit dir. So, schnell hier runter. Hier bekam er jetzt gerade so ein Drache. Omni-Geode nehme ich mit, sehr gut. Okay. Ich esse aber mal noch was. Schnell hier runter, wunderbar. Ah, da unten ist noch Iridium. Eieiei, da komme ich aber nicht. Da komme ich nicht hin. Nee, das ist mir... Oh, da ist so ein Dinosaurier. Okay, ich gehe. Oh, da ist ein Loch. Da kann ich mal hineinspringen. Bin ich 8 Ebenen nach unten gefallen. Omni-Geode nehme ich... noch mit. Ah, und das Iridium wollte ich auch noch mitnehmen. Jetzt wird's nämlich langsam spät. Jetzt ist es nämlich schon 0 Uhr. Jetzt muss ich eigentlich ganz schnell nach Hause. So. Dann haben wir ja heute richtig viel erreicht. Also ich habe auf jeden Fall einiges an Iridium-Bahnen. Oder an Iridium gefunden. Weiß ich nicht genau, wie viel ich da... Seltsame Notiz. Du hast kaum lesbare Notiz gefunden, die besagt, dass du Ahornsieben in den geheimen Wald bringen sollst. Bring Ahornsieben in den geheimen Wald.
Okay, das kriege ich hin, denke ich mal. So, Omnigeoden. Hier habe ich sogar noch eine Notiz. Die müssen wir auch noch lesen. Jemand wartet auf dich auf Ebene 100 in der Schädelhöhle. Okay. Bum, 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 bum. Das kann weg, das kann weg. Das Iridium natürlich nicht. Da kann ich nämlich zwei Bahnen draus machen. So, das kommt alles hier rein. Das Iridium kommt auch mit rein. Den Samen behalte ich. Das kommt dahin. Und da muss ich nämlich schlafen gehen. 0.40 Uhr ist es schon. Ah, ich müsste auch vielleicht doch nochmal ganz schnell hier runter. Ich habe, glaube ich, bis um 2 Zeit. Das zweimal Wein fertig. Kann ich einmal das und einmal das nehmen? Oh Gott, okay, okay, okay. Sehr gut. So. Nehme ich noch mit. Und jetzt muss ich aber wirklich ab ins Bett. Jetzt ist es nämlich schon ziemlich spät. Den Käse, den packe ich weg. Sehr schön. Schnell weg. Uhuhu. So. Geschlafen, 1.20 Uhr. Juhu. Haben wir das auch. Sehr schön. Schauen wir mal, wie viel Geld wir verdient haben. Ja, 5.800 und wir haben den ersten Tag im Frühling. Und ich soll Ahornsirup in den geheimen Wald mitbringen. Na, da bin ich ja gespannt, wer das ist. Das müssen wir aber natürlich erst im nächsten Part dann machen. Heute habe ich schon wieder Glück. Ui, was habe ich jetzt gemacht? Das Bild. Du hast eine Notiz gefunden, auf der steht, jemand wartet auf Ebene 100 in der Schädelhöhle auf dich. Erreiche Ebene 100. Na, großartig. Seltsame Notiz. Und hier ist das mit den Rüben. Okay, das werden wir alles im nächsten Part erfahren von Stardew Valley. Ich freue mich schon. Dann geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschüssi.